ordnen und exakt ihren Kampfauftrag aus. Die NATO-Frontstadt West-Berlin wurde unter sichere Kontrolle gebracht. Der Einmarsch durchs Brandenburger Tor fand nicht statt. Wir registrieren für uns. Gut gemacht, Genossen. Unsere Anerkennung. Wir sind einverstanden. Ja, und unsere sozialistische Ordnung soll, wenn es nach dem Wunsche der Bonner Machthaber ginge, an ihrem Gedeihen gehindert werden. Sie sind nicht stärker geworden, aber gefährlicher. Die erste Parade. Ein stolzer Beginn und ein hoffnungsvoller Anfang. Aus den Händen der Arbeiter erhielt die Armee ihre ersten Waffen und Fahrzeuge. Freiwillige traten ihr bei. So wurde diese Armee, was sie heute ist. Kampfstark, ausgerüstet mit der modernsten Technik. Dass Stadtjubiläen gebührend gefeiert werden, hat in unserem Land gute Tradition. Auch Berlin hatte allen Grund, in seinem 750. Jahr zum Fest zu laden. Dass es etwas größer ausfiel als anderswo, versteht sich. Die Stadt ist es auch. Das Interesse an ihr ist weltweit, nicht nur, weil es hier viel Neues zu sehen gibt. In Berlins Geschichte gibt es auch viel zu bedenken. Denn die Grundfrage aller menschlichen Zivilisation stellt sich in dieser Stadt auf besondere Weise. Zog sich folgerichtig durch den historischen Festumzug, dessen Bilder auch die Kämpfe in den verschiedenen Epochen der Stadtgeschichte widerspiegelten. Preußischer Militarismus verbindet sich mit Berlins Namen genauso wie Volksbefreiungskrieg. Großbürgerliches Herrschaftsstreben und revolutionäre Aktionen nahmen von Berlin ihren Ausgang. Die rasante Industrialisierung der Metropole spitzte die Klassenfrage und die Klassenkämpfe zu. Alle Hoffnungen der unterdrückten Volksmassen waren auf das Zentrum der deutschen Arbeiterbewegung gerichtet.
Doch noch immer waren die Kräfte der Reaktion stärker. Von Berlin zogen die Faschisten aus, sich die Welt zu unterwerfen und scheuten am Ende ihrer Schreckensherrschaft nicht davor zurück, die Stadt selbst aufs grausame Spiel zu setzen. Die Befreiung durch die Rote Armee war zugleich die Wiedergeburt Berlins. Von nun an nahmen hier die Arbeiter den Schutz des so teuer erkämpften Friedens in die eigenen Hände. Dass er bis heute bewaffnet sein muss, bedeutet, die Grundfrage aller menschlichen Zivilisation ist noch nicht entschieden. Doch im Herzen Europas sind schon mehr als 40 Jahre Frieden. Das muss und deswegen kann in Berlin gefeiert werden. Berlin-Mitte, 6.45 Uhr, mitteleuropäische Sommerzeit. Noch bevor in den Ämtern und Institutionen der Innenstadt der Dienst beginnt, gehen diese Soldaten schon ihrem Tagwerk nach. Denn sie sind eine Institution. Ohne sie geriete das morgendliche Getriebe ins Stocken. Ihr fehlen viele auf, riefe Verwunderung, Bestürzung gar hervor. Denn sie sind die meistbestaunten und meist fotografierten Männer der Hauptstadt. Man braucht sie in Berlin selbst unter Tage nicht zu missen. Der Arzt fragte mich, ob ich sportlich aktiv gewesen wäre. Dann sagte ich ihm, dass ich mal geboxt habe. Und da hat er mir schon gesagt, dass ich nach Berlin komme. Geboxt muss an diesem Platz Berlins, dessen Geschichte so viele Kämpfe kennt, heute nicht mehr werden. Auch das ist Sinn des Mahnmals unter den Linden für die Opfer von Faschismus und Militarismus. Die aus aller Welt hierher kommen, und das sind an jedem Sommertag Tausende, sollen diese Botschaft mitnehmen. Aber ohne die Kondition und Selbstbeherrschung eines Boxers kann ein Ehrenposten hier nicht stehen. Daher ist Sportlichkeit ein Auswahlkriterium für den Wachdienst am Mahnmal. Weil kein Besucher unbeeindruckt an den Posten vorbeikommt, sind neugierige Annäherungen zwar nicht erwünscht, aber geduldet. Berührungen jedoch sind nicht erlaubt. Manchmal die Frage von Kindern, Mutti, sind die echt? Und es fällt dann doch schon schwer, ernst zu bleiben. Arbeitskollege und zwei mal am besten Kumpels, die mir an die Schule gegangen sind, die schon vorbeikommen, aber die sind extra nicht in mein Blickfeld gekommen, weil sie gleich wussten, dass wenn sie kommen, dass sie flachen mussten. So. Also haben sie extra abseits gehalten. Da habe ich erst danach so getroffen. Nicht, der Dame, der kommt dann wieder. Gleich ist Ablösung. Frank Spindler und Tim Schönherr ziehen jetzt für eine halbe Stunde auf. Der Rhythmus ist eine halbe Stunde stehen, eine Stunde Freiwache, eine halbe Stunde Bereitschaft, wieder stehen. Gewacht wird im Sommer von morgens 7 bis abends 8.
Das macht 7 Aufzüge für jeden der 8 Soldaten eines Wachkommandos. Frank und Tim sind wie alle Ehrenposten zwischen 1,80 und 1,85 groß, haben eine gute Statur und können sich angemessen bewegen. Auch die Karabiner sind Pflicht, wenn geladen. Mit fast 4 Kilo wird da scheinbar mühelos exerziert. Dem gehen 3 bis 4 Monate Training voraus. Die Helme freilich sind aus Kunststoff, doch eng wird's darunter auch. Ab minus 10 Grad werden Pelzmützen getragen. Es ist schon so etwas wie Stolz da, wenn man dort vorne steht und fotografiert wird. Das ist ja, man hat sie auch erarbeitet. Es ist ja nicht von alleine. Also jetzt, wie man da steht, also ob ordentlich oder nicht so ordentlich und so. Ich glaube, man steht immer ordentlich da, weil man weiß, wofür man da rumsteht. Da müsste man ordentlich dastehen. Da müsste man sich einen verlassen können. Über die Aufzüge wird genau Buch geführt. Qualität und Quantität. Zensuren von 1 bis 5 machen den Postenwettbewerb abrechenbar und nach 100 Aufzügen ist ein Tag Sonderurlaub möglich. Aber eben nicht immer. Denn Ausfälle können ja nur innerhalb der Ehrenkompanie ersetzt werden. Ein Wachkommando zieht 3 bis 4 Tage hintereinander auf. Danach gibt es noch einen anderen Soldatenalltag. 183 sind es jetzt. Genau. Lang? Ich bin so bei 46. Also ungefähr. Da müsst ihr auch die großen Postenablösungen mit zurechnen. Also beim großen Wachaufzug stehen wir auch noch vor einer Stunde oben auf dem Protest. Da müssen wir 15 dazurechnen. Das sind jetzt 246. Wenn ihr mal ein paar Tage ineinander gezogen wird. Und jeden Tag kommt zum Beispiel so ein Chef vorbei und so, und man muss jeden Tag so Höchstleistung bringen, also wieder 90 Schritt Tempo nach vorne und so, und alles muss klappen und so, da sind wir nach 3-4 Tagen abfixen fertig. Na klar, also wir haben dieselbe Ausbildung, Grundausbildung gehabt wie jeder Soldat, normal, und wir haben auch jetzt noch dieselbe Ausbildung und dasselbe Training wie Soldaten, also Sturmbahn und sowas. Also wir haben auch unsere Felddienstanzüge, also ein Strich, kein Strich, wie jeder andere Soldat. Also nicht nur hier bei Semten und sowas. Unser MP haben wir auch noch dazu, also unsere Maschinenpistole. Das des heutigen Mahnmals wurde 1816 nach Entwürfen des geheimen Oberbaurats Schinkel als preußische Königswache errichtet. Es gilt als klassizistisches Kunstwerk von europäischem Rang. Die Symbolik seines Giebelreliefs soll an die Befreiung von der napoleonischen Fremdherrschaft erinnern. Die neue Wache in der Mitte Berlins erlebte alle Kämpfe zwischen Fortschritt und Reaktion. Ihre Besatzung hatte die Aufgabe, Demonstrationen zu zeigen und Beteiligte zu arretieren. 1914 wurde von hier aus für den Ersten Weltkrieg mobil gemacht. Auch die Faschisten benutzten sie als Kulisse ihrer menschenfeindlichen Ideologie. Noch im April 1945 führte die Wehrmacht einen großen Wachaufzug durch. 1956 begann der Wiederaufbau und am 8. Mai 1960 wurde die neue Wache als Mahnmal für die Opfer des Faschismus eingeweiht. Am 1. Mai 1962 zieht erstmalig eine Ehrenwache der Nationalen Volksarmee auf. Ja, man denkt schon nach, wenn man dort vorne steht, warum und weshalb. Man ist ja dort vorne nicht bloß eine Attraktion, man steht ja dort, um eine Mahnung zu sein, die halt nicht wieder passiert. Also ein bisschen nass. Aber ich muss mal ganz kurz raus. Meine Mutti ist da, meine kleine Schwester. Mach halt begrüßen, ja. Ganz wichtig. Ja, Mensch, komm doch du mit her. Geht er dem Frank?
Also weißt du das? Mit deinem Kopfball. Sorry, das ist fünf. Geht doch nicht. Das ist fünf. No. Uhr. Das letzte Postenpaar ist eingezogen. Pünktlich wird das Mahnmal für die Nacht verschlossen. Frau Wiegand, die hier alles sauber und in Ordnung hält, hat schon viele Postionen erlebt. Alle, die hier Wache halten, kennen sie und dürfen sie Oma Wiegand nennen. Wie gesagt, es geht friedlich zu, heute, an diesem Platz Berlins. Ja, ich kann ja nur sagen, das sind ja meine Jungs, ja? Wenn ich sage, du Dummisch, dann grummelt mich nicht. Und wenn ich sage, ich komme mit allen gut aus, das ist soweit. Also ich komme mit allen aus, ja. Das sind meine Jungs. Wenige Schritte vom Mahnmal auf